Herzlich willkommen beim letzten Video meiner Westalpen-Offroad-Tour. Diesmal geht es über die ligurische Grenzkammstraße. Damit ihr unsere Tour, die wir an diesem Tag gefahren sind, besser nachvollziehen könnt, findet ihr oben rechts im Video immer einen Hinweis, wo wir uns gerade befinden, und in der Videobeschreibung die passende Karte dazu. Viel Spaß beim Anschauen. Und wir befinden uns gerade überhalb von dem Tende-Tunnel. Der ist letztes Jahr im August oder Oktober irgendwann durch Muränen und ähnliches zerstört bzw. demoliert worden, bzw. der Ausgang des Tunnels, weshalb der aktuell nicht befahrbar ist. Und wir waren uns jetzt heute früh nicht sicher, ob wir da rüberkommen, weil wir ja auf die ligurische Grenzkammstraße zu italienisch Alta Via del Sole, das heißt glaube ich so viel wie alte Salzstraße oder sowas, Hochsalzstraße. Genau, aber wie es ausschaut und wie uns dieser dicke Laster vor uns beweist, scheinbar kommt man hier nach Tende rüber und wir fahren jetzt einfach so mal über den Pass auf der Suche nach, nach dem Einstieg in die ligurische Grenzkammstraße. Da ja dieser Tunnel, der Tende-Tunnel eingestürzt, ist nicht eingestürzt, aber nicht befahrbar ist, ist das hier quasi die offizielle, glaube ich, Umfahrung. Scheinbar die Strecke teilweise mal betoniert oder so, weil immer wieder so Flecken noch übrig sind, wo man Beton durcherkennen kann. Das ist Asphalt. Ah ja, und ab hier ist ja scheinbar wieder komplett asphaltiert. Wir sind jetzt nach Tende auf der Weiterfahrt zur ligurischen Grenzkammstraße und anstatt in Pigna einzusteigen, wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, machen wir das von La Brique aus. Da sind wir uns einmal, haben wir es gerade schon verfahren, weil das TomTom diese ganzen Wege hier nicht kennt. Und jetzt scheint es aber so, als hier ist die Kirche, also mein Navi uns würde uns jetzt da hochschicken. Schau mal hier auf den Plan. Piste Almeida, Italien, Tende ist da. Und wenn wir jetzt quasi der orangen Linie folgen, siehst du es bei der Kirche? Die orange Linie, die führt dann bis zur weißen hoch und die blaue ist eine Sackgasse. So, ich glaube, wir sind jetzt auf der Grenzkammstraße. Das Ding ist, dass das halt hier nicht so offiziell, also das Wort Grenzkammstraße, ligurische steht da eh nicht. Der Italienisch heißt ja irgendwie Svia Alta del Sol. Aber da wir hier in Frankreich sind, steht das natürlich auch nicht da. Und hier ist die Straße anders. Den Namen haben wir jetzt inzwischen herausgefunden, ich weiß ihn nur gerade nicht mehr. Und ja, aber so breit wie diese Straße hier auch ist und wie wir nicht befahren, aber man sieht es immer wieder, dass da Leute unterwegs sind, schätze ich mal auch, dass das ein gutes Zeichen ist, dass wir hier richtig sind. So, jetzt müssten gleich von rechts die quasi eigentliche Grenzkammstraße kommen. Wir sind ja jetzt quasi von zwischendrin eingestiegen. Ah, jo, das Sommer, jo, schaut doch gut aus. Von 21 bis 6 Uhr gesperrt. Chiusa, Annule, November bis Maggio. Tada! So, erstes Feedback zur ligurischen Grenzkammstraße. Also ein guter Motorschutz ist auf jeden Fall Voraussetzung, würde ich sagen, weil hier klonkt es regelmäßig von unten dagegen. Federung wäre auch nicht schlecht. So, hier ist jetzt glaube ich die Abzweigung, wo wir nach links wissen, genau. So, fahren wir ein bisschen langsamer, dann seht ihr mal, wie holprig diese Straße ist. Die hier ist sogar noch ein Ticken angenehmer als die andere, weil man kann irgendwann links rum quasi eine Art Abkürzung fahren oder rechts rum einen Bogen, der ist aber sehr groß. Hier ist es jetzt wieder angenehm, hier ist ein bisschen weicherer Sand. Und es ist gerade schon wieder ein Moped, was heißt wieder, das erste Moped heute auf der Strecke entgegengekommen. Und was war es? Natürlich eine Teneré. Also ich bin echt inzwischen begeistert, wie viele Tenerés wir hier schon getroffen haben. Und vor allem halt auch auf diesen Strecken. Heute früh, wo wir mal kurz an einer Passstraße, einer asphaltierten, entlang gefahren sind, kam uns dann direkt mal erstmal eine GS entgegen, ne? Also GS-Fahrer sind halt die Straßenfahrer und die in Teneré fahren, ja, die wissen halt, wo es schön ist. Ja, zur Schwierigkeit der Strecke,
Also ich finde, ich bin jetzt ja auch kein Profifahrer und habe da noch nicht so viel Stotter-Erfahrung. Ich habe jetzt gerade eher nur Schiss, dass uns irgendjemand entgegengeschossen kommt, weil der Typ war echt zügig. Deswegen fahre ich mal kurz ein bisschen langsamer. Ich finde, die Strecke ist nicht einfach. Ich finde sie aber auch nicht hardcore oder irgendwie sowas. Also ich finde, sie ist gut fahrbar, weil du kommst eigentlich überall mit etwas Gefühl drüber. Auch diese Kurven hier, wie man sieht, kann man auch im Schneckentempo fahren oder mal den zweiten Gang nicht einlegen. Das passiert mir öfters. Englisch? Yes, I have left the 9 car. Ah, okay. Nein. Da kommen 9 Autos. Stell dich mal hin, damit die entspannt vorbeikommen. Er meinte 5 Minuten warten. So, hier wird es jetzt ein bisschen gröber, oder es war gerade eben schon sehr grob. Immer wenn ich natürlich die GoPro einschalte, ist es wieder weg. Das hier ist jetzt wieder in Ordnung, aber gerade eben waren schon echt harte Kanten drin. Vor allem so diese großen Steine, die ihr da jetzt seht, von denen, die gucken ja quasi mit der Kante zu uns. Also bergab würde man da ja im Prinzip immer easy wie so über eine Stufe fahren. Aber bergauf ist es natürlich ein bisschen trickier. Hier geht es jetzt auch wieder. Also es ist schwieriger, aber einfach auch nur, weil man, oder weil ich mich jetzt mit Kupplung und Gas, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu meinem Papa mit der Automatik, natürlich noch mehr darauf konzentrieren muss, die Kupplung nicht schnalzen zu lassen. So, hier geht es jetzt wieder ein bisschen über größere Steine. Wir sind schon noch gerade ein paar Mountainbikern entgegengekommen. Aber auch hier die Devise, wenn man einen Ticken schneller fährt, dann fährt man sich im Glatten ein. Nein, Spaß. Also auch mit dem TKC70 wieder an der Stelle natürlich. Bisschen Werbung für Conti. Wobei das hier auf der Strecke, da kannst du auch wahrscheinlich mit dem Straßenreifen fahren. Weil ich meine, der Reifen, der muss einfach sich nur über in den Stein reinfressen. Und das tun sie ja alle. Alles, was gummiert ist, frisst sich da rein. Wenn das jetzt zum Beispiel noch steil wäre, sodass ich nicht jederzeit einfach anhalten könnte, dann wäre es, fände ich, richtig heftig. So ist es halt, ja, hier ist es ja wieder im Prinzip entspannt. Ich möchte mich jetzt nicht als den coolsten Typen, der hier hochfährt, beschreiben. Ich fahre ja da nicht keine Rekorde, aber nur so von meinem Erfahrungslevel, wie sich das eben anfühlt. Jetzt kommen jetzt 2 Kehren. Mal gucken, wie wir die so meistern. GoPro ist auch noch am Start. Die könnten jetzt ein bisschen tricky werden. Das heißt, reinlenken, Blick führen, Gas, 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 über die Außenkurve kommen. Das ist immer der Trick, wenn es geht, quasi sich raustragen lassen von der Kurve, sodass man diese Erhöhung am Rand mitnimmt. Die Linkskurven sind einfach, da kann ich meinen Fuß ein bisschen als Counterweight rausnehmen. Hier kommen jetzt wieder so große Glocker, da fahren wir einfach drum herum, zack. Können wir hier wieder, ui, einen Sprung sogar. Das wäre es jetzt hier verkantet. Hier auch wieder jetzt halt Gas geben, schauen, dass wir die Kurve ein bisschen nach außen kommen lassen. Und hier, nicht bewegen. Ich hasse sowas. Ich meine, die Kuh kann mich halt ohne Problem umrennen. Und wer hatte von euch schon mal so eine Situation? Wahrscheinlich ist auch noch nie was passiert. Aber unangenehm. Bitte Kuh. Damn. Danke. Shit. So, jetzt kam gerade eben ein Mauthäuschen mit 15 Euro Maut für die letzten 26 Kilometer dieser schönen Strecke. Ich glaube, jetzt sind wir gerade wieder in Italien. Und anscheinend ist das ja auch ein Teil von der TED Italien, diese Strecke hier. Oder TED Italien, TED Frankreich, mischt sich hier wahrscheinlich. So, jetzt finden wir es gut ausgeschrieben. Und, weil wir wollen es ja spannend machen, es sind noch 25 Kilometer und ich bin schon auf Reserve.
Das wird spannend. Ja, aber theoretisch, also ich habe es immer ausgebraucht, mit 4 Litern im Verbrauch schaffe ich 110 Kilometer. Jetzt habe ich ja ungefähr einen Verbrauch von 6 Litern aktuell. Oder jetzt nicht ganz, es ist von vorhin die Hochfahrt, die war da mit reingerechnet. Das heißt, jetzt zeigt mir mein Moped an, dass ich aktuell 17 Kilometer pro Liter schaffe. Also bei 4 Litern und ein bisschen sind es auf jeden Fall ja, irgendwie so 60 Kilometer. Und bei 25 Kilometern, die ich noch habe, sollte das mathematisch gesehen funktionieren. Solange jetzt also noch irgendwelche heftigen Anstiege kommen, die richtig Benzin fressen. Aber selbst dann, glaube ich, passt das. Ja, wir hätten vorhin tanken können. Wir haben gesagt, nee, das passt schon. Schauen wir mal, was wir davon haben. Reservekanister habe ich natürlich nicht dabei. Damn! Ja, wie Sie sehen, Nebel, bzw. eine Wolke. Vorhin hatten wir einen Autofahrer getroffen, einen Deutschen, der schon gemeint, dass es hier so eng war, man das nächste Auto vor ihm irgendwie nicht mehr gesehen hätte. Scheinbar ist der Nebel jetzt immer noch da. Und ist auch feucht jetzt geworden. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier gut durchkommen und nicht irgendwo hängen bleiben, irgendwo wegrutschen. Bei mir geht es jetzt auch noch so von der Kraft und Konstitution. Bei meinem Papa, glaube ich, lässt es jetzt schon allmählich nach. Das Licht an, dass man mich gut sieht. So. Ja, wir haben noch 20 Kilometer und das sind 20 Kilometer, sind 20 Kilometer. Ne? Also ich folge einfach mal dem Berg ab. Sehen tue ich jetzt gerade nicht viel. Sogar meinen Papa sehe ich jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich mal kurz auf ihn warten. Ja, jetzt sehe ich ihn wieder. Oh, ich muss weinen, weil die Luftfeuchtigkeit mir so ins Auge drückt. So, die einzige Gefahr ist, dass uns jemand nicht sieht. Mich würde es vor allem interessieren, wie die Straße jetzt weitergeht. Also geht es jetzt bergab und dann nochmal hoch oder bleibt es erstmal bergab. So, man kann auch seinen Deckel nicht runternehmen, weil dann beschlägt alles und von, also vor allem von außen, es ist ja im Prinzip wie, es ist Nebel, also hohe Feuchtigkeit. Links. Hier ist irgendein Parkplatz. Schaut richtig aus. Da waren zwei Cross-Maschinen. Also keine richtig, sondern so eine so kleine Crosser, wie so eine. Das ist verrückt eigentlich. Ohne Licht. Der ist zum Beispiel Idiot. Ich habe ihn so gehört. Aber ganz ehrlich, der hat nicht mal ein Licht gehabt. Boah, jetzt habe ich echt Schiss, dass da nochmal welche von denen kommen, von den Deppen. Und mich da frontal mitnehmen. Also wenn die Kamera laufen, vielleicht gibt es hier Footage. Der Wind und die Kälte ist halt eigentlich so. Die Sicht ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wir fahren jetzt auch nicht schnell, sodass es im Prinzip sich wieder ausgleicht. Klar, bessere Sicht könnte man schneller fahren. Ist hier mein Papa nicht mehr. Where is he? Boah, es ist also schon eine andere Challenge. Also, ja, nicht jetzt. Es ist halt eine Challenge, weil man sich einfach sehr konzentrieren muss. So wahnsinnig viel passieren, außer dass der Sprit ausgeht, glaube ich, kann uns jetzt nicht direkt. Ist die Kamera noch am Rennen? Yes. Ich hoffe, der Winkel passt, Leute. Brrr, ist das kalt. Boah. Das Ding ist, ich kann halt auch echt nicht lange nicht auf die Straße gucken, weil, wie gesagt, dann. Boah. Sehe ich so gar nicht mehr, wo es hingeht. Es ist aber auch irgendwie geil. Also, ich meine, wir hatten jetzt so gesehen alles irgendwie dabei. Krass, ich sehe im Rückspiegel Nientos. Ich sehe nicht mal die Straße. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder.
Also es sind vielleicht echt 30 Meter Sicht, nicht mal 20 Meter. Ich kann schlecht schätzen, aber. Also vor allem durch den Spiegel dann auch noch natürlich. Wenn ich jetzt so ihn vor mir hätte, würde ich ihn wahrscheinlich noch besser sehen als hier hinten. So, vielleicht haben wir Glück und die Sonne kommt raus. Es ist echt anstrengend, aber nur weil es halt, ja, weil es kalt ist, man sieht nichts, man kann nicht so schnell fahren, das ist das Anstrengende und halt, weil wir keinen Benzin haben. Ah, ich freue mich schon so auf diese Kommentare unter dem Video. Aber man sieht hier immer wieder so kleine, hier links ist wieder die Sonne, also vielleicht haben wir Glück und wir fahren tendenziell auch Richtung Sonne. Vielleicht haben wir Glück. Ich drücke uns die Daumen. Oh, da links ist die Sonne. Ich hoffe, dass sie uns jetzt gleich begrüßt. Und mir ist, auch wenn es auf der anderen Seite von irgendeinem Pass hier ist, den wir gerade auch hier rüber müssen. Aber Sonne wäre halt so ein Motivationsschub. Ich glaube auch, jetzt kommt hier vielleicht diese Stelle, wo diese Asphalt, hier sage ich schon, Kopfsteinpflasterkurve kommt. Also, wie nennt man das denn? Die aus Stein gemauerte Kurve. Also hier muss man schon aufpassen. Ich meine, es ist jetzt noch nicht richtig nass. Okay, das ging jetzt besser. Waren vorhin schlimmere Stellen. Oh, jetzt ist der Nebel wieder da. Shit! Naja. Aber wir sind jetzt bei 29 Kilometer auf Reserve und noch 7 Kilometer. Das heißt, dann wären wir bei 40. Und das sollte eigentlich passen. Aha, hier könnte jetzt... Was ist das? Das könnte... Das ist jetzt ein bisschen assi wegen dem Schotter. Das könnte die Kurve sein hier. Ich sehe es halt einfach nicht, weil... You know. Ah ja, das ist die Kurve. Hier ist diese bekannte Fotostelle gewesen, wie Sie gesehen haben. Das ist die Kurve! Ist fest. Du machst es super, Papa. Wir haben es bald geschafft. Ah, hier kommt eine Serpentine. Good to know. Hat man jetzt nicht so erahnt, wenn man nicht aufs Navi geschielt hätte. Da ist der Reiwald da oben. Oh, ui. Oh, meine Finger. Leute, Finger sind down. Ich hätte zwar wärmere Handschuhe da, aber mit denen habe ich ein schlechtes Handling, weil Winterhandschuhe. Wo sind seine Scheinwerfer? Ich sehe nicht. Ich sehe vorne nicht viel. Shit. Noch 2,9, also 3 Kilometer noch. Die letzten paar hundert Meter sind nicht in meinem Navi drin, deswegen müssen wir die noch dazu zählen. Steine sind aber noch gut trocken. Also das ist an sich nicht das Problem. Ein Vogel. Ah, so. Schön hier, ist schön. Kammstraße ist beautiful. So, seine Scheinwerfer sind wieder weg. Da sind sie wieder. Könnte man natürlich meinen, ich habe absichtlich kein Benzin reingefüllt, damit ich hier eine geile Story für dieses YouTube-Video habe, aber dem ist leider nicht so. Aber merke ich mir die Idee für das nächste Abenteuer. Oh, die Finger, das ist echt unangenehm. Also, das ist halt das Problem, dass die warmen Handschuhe, finde ich, alle für Offroad-Fahren, wo man so ein bisschen mehr Gefühl am Lenker braucht, alle scheiße sind. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Da ist er. Huch. So, das ist ein bisschen das Problem. Ciao. Aha, scheinbar machen sie jetzt zu. Oder so. 1,5 Kilometer, also 2 Kilometer, Leute, noch, dann haben es geschafft. Und dann kommt wahrscheinlich so ein Wärter und sagt, sorry, Leute, aber hier ist jetzt gesperrt. Ich muss halt wieder zurückfahren. Sag ich nur, jo, sicher nicht. Also, es scheint so, als würde es ge-
geglückt haben, unser Abenteuer. Mein Benzinverbrauch sinkt immer weiter, das ist schön. Und wenn man so ein Vogelgezwitscher hört, dann denkt man auch, ja, jetzt geht's bergauf. So, falls jemand das Video bis zu dieser Stelle geguckt hat, herzlichen Glückwunsch für das Durchhaltevermögen. So viel zur Grenzkammstraße und dem Tendepass. Und so ging ein weiterer Offroad-Tag für uns zu Ende. Natürlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, hätten wir einfach früher tanken müssen, um die Situation auf der ligurischen Grenzkammstraße etwas eindämmen zu können. Denn man weiß ja nie, was auf einen zukommt und ob man nicht doch nochmal umdrehen muss und einen Umweg fahren muss. Und dann steht man so wie wir mit einem leeren Tank etwas blöd da. Wir hatten also Glück und konnten gut ins Hotel einkehren. Einen wunderschönen guten Morgen aus Vernate oder Vernante. Kleine Hotelempfehlung hier, das Hotel Albergo Nazionale. Ich schreibe es auch in die Videobeschreibung. Sehr gutes Hotel, super netter Besitzer. Seit 1900 haben sie irgendwie das Haus. Ist sehr modern innen, also echt das Beste, was wir bisher hatten. Und haben jetzt auch 100 Euro für Frühstück und Übernachtung für zwei Personen gezahlt. Was in Relation zu den anderen Hotels, die wir bisher hatten, das wirklich beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Also wir hatten gestern eins, das hat auch 100 Euro gekostet. Und das war deutlich, ja, schlechter. Was heißt deutlich schlechter? Das war sehr schlecht im Zustand. Und das hier für 100 Euro echt beste Sahne. Also klare Empfehlung von mir, schaut da mal vorbei, wenn ihr hier in Richtung Tendepass unterwegs seid. Mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich von euch von der Westalpen Offroad Tour. Ab hier ging unsere Rückreise nach München nur noch über Asphaltstraßen. Wir fuhren dabei durch Frankreich, Italien, Österreich und die Schweiz und nahmen noch einige bekannte Highlights mit sich. Die Tour im Ganzen war also ein voller Erfolg für uns. Wir haben viel erlebt, viele Abenteuer mitgesehen und sehr viele Highlights auch mitgenommen. Ich bin sehr froh, dass ich die ganze Tour mit Videos und Fotos festgehalten habe, denn so ist sie für mich, aber auch für euch immer noch eine Erinnerung. Und an diesem Punkt natürlich der Hinweis, wenn ihr Fragen zu der Tour habt, dann schreibt mir einfach oder schaut auf meiner Website www.raivadachi.com.